Herzlich willkommen zu Ihrem starken Auftritt. Kommunizieren, präsentieren und überzeugen, wie Sie an Ihrer Wirkung arbeiten und erfolgreich netzwerken. Von und mit Magda Bleckmann, der Expertin für Erfolgsnetzwerke. www.magdableckmann.at, der Podcast für Ihren Erfolg. Sie sind hierbei der Networking-Spezialistin. Sie bekommen viele Tipps und Anregungen, wie Sie locker mit Menschen ins Gespräch kommen und bewusst in Kontakt bleiben und sich überzeugend präsentieren. Schön, dass Sie dabei sind. Herzlich willkommen. Ich freue mich, dass wir heute einen ganz besonderen Gast haben als zum Interview. Elisabeth Mott, die Expertin für Stil und Etikette, kommt auch aus Österreich. Das freut mich natürlich besonders. Sie wird auch bei uns bei der Langen Nacht der Inspiration am 10.10.2017 einen Vortrag halten mit dem Titel Der erste Eindruck verkauft mit. Worum wird es denn da gehen, Elisabeth? Bei diesem Vortrag wird es darum gehen, dass der erste Eindruck ein schlagender ist, dass der sehr wichtig ist, dass der erste Eindruck, wenn der stimmig ist, Ihnen den roten Teppich für die Inhalte legt. Und es ist ganz wichtig und es wird oftmals wirklich unterschätzt. Das heißt immer, Kompetenz ist wichtig, aber wir müssen überzeugen, auch optisch, weil einfach der Mitbewerb sehr, sehr stark sein kann und man muss sich abheben von anderen. Menschen machen Schubladen auf. Und das schon in kürzester Zeit, ja. Und welchen Nutzen werden sich denn die einzelnen Teilnehmer dann am 10.10. in Graz dann mitnehmen nach deinen 10-Minuten-Impuls? Also der Nutzen wird sein, dass mir bewusst wird, wie Menschen Schubladen aufmachen und welche Wirkungsgeheimnisse es im Business gibt. Die laufen ganz unbewusst ab. Das heißt, es sagt nicht jemand, naja, jetzt ist jemand hell gekleidet und deswegen und deswegen und deswegen, sondern das läuft alles so intuitiv ab und dann kommt Ablehnung oder Zustimmung. Und dann werden wir auch noch über Dresscodes auch sprechen. Ganz kurz einfach zusammengefasst, die Wirkungsgeheimnisse, die sofort ins Auge stechen, wo wir nicht lange überlegen müssen, Freund oder Feind, sondern sympathisch, ist mit seinem Outfit eben auch authentisch, das ist auch sehr wichtig und unterstreicht mit dem Auftreten eben auch sein Produkt oder eben sein Unternehmen. Die Wirkungsgeheimnisse, die gleich so im ersten Moment auf den anderen sozusagen einwirken und vielleicht auch das eine oder andere, was wir dann tun können, um genau diese Wirkung, also den ersten Eindruck zu steigern. Da bin ich schon sehr, sehr gespannt. Vergiss nicht, du hast nur 10 Minuten Zeit. Ja? Also ich freue mich schon, seien Sie auch mit dabei am 10.10.2017 in Graz zur Langen Nacht der Inspiration. Ja, und das Thema, der erste Eindruck, das ist ja auch beim Netzwerken das Um und Auf und relativ wichtig. Und ja, es zählt da sehr viel dazu. Und jetzt würde mich so einfach von dir so ein kleiner Überblick interessieren, worauf sollen denn die Leute beim Smalltalken und Netzwerken aus deiner Sicht als Expertin für Stil und Etikette achten? Also über den ersten Eindruck Kleidung haben wir schon gesprochen. Also das muss einmal super sein. Es muss auch dem Anlass entsprechend sein, dass der Dresscode passt. Dann muss ich auch wissen, wie ich auf eine Gruppe zugehe, ob ich in eine Gruppe, die miteinander spricht, ob ich da überhaupt dazugehen kann. Das ist auch ganz wichtig. Wenn jemand zur Gruppe dazukommt, eine unbekannte Person, die ich zwar kenne, aber die andere nicht, das vorgestellt wird. Also ich denke, gerade diese Etikette-Geschichte vorstellen, wie stellt man sich selber vor, dass er sich mit Vor- und Zunamen vorstellt, all diese Dinge erleichtern einen den Smalltalk generell, weil man dann sehr höflich wahrgenommen wird. Dann generell auch, über welche Themen man spricht. Ich hatte gerade am Freitag eine sehr hochkarätige Managerinnengruppe. Da haben wir das Thema Netzwerken und Umgangsformen auf Veranstaltungen gerade gehabt. Und ich habe wahrgenommen, dass sie unsicher sind im Vorstellen, soll ich jetzt jemanden grüßen, den ich nicht kenne, wenn der mir nicht vorgestellt wird? Also es sind schon einige Stolpersteine dabei und eben auch, was auch unterschätzt wird, ist die Hierarchie. Wer ist ober und wer ist unter?
gibt der Ober dem Unter die Hand, ja, oder gibt der Unter dem Ober die Hand? Der Ober ist immer der Ältere, die Führungskraft oder eben die Frau. Ja, ja, aber oft weiß ich es ja nicht. Wer ist der Ältere? Wer ist die Ältere? Mache ich da jetzt einen Fehler? Also ich weiß nicht, ich stelle halt fest, dass das eigentlich nicht mehr so heiß gegessen wird wie früher mal, ja. Also dass es nicht mehr so wichtig ist. Ne? Und insofern weiß ich. Da gebe ich dir recht, aber es ist ein Unterschied, ob ich jetzt in Österreich smalltalke oder in Deutschland. Also bei der Gruppe am Freitag war es ganz, ganz wichtig, die Hierarchien einzuhalten. Die sind sich dessen bewusst gewesen und waren da unsicher. Also ich denke schon, es ist wichtig, in welcher Ebene ich mich befinde und wie mein Gegenüber auch ist. Ganz wichtig ist einmal, dass ich es weiß, brechen kann ich immer. Ich denke mal so als Tipp für die Zuhörer ist einfach wichtig, dass ich als Frau zuerst einmal die Hand gebe und dass auch ich als Frau das Du-Wort anbiete. Außerdem ist es eine ältere Frau oder halt gleichalte. Da muss man dann halt einfach spontan dann reagieren. Da sieht man ja, ob die Wellenlänge passt oder nicht. Ist mal so und die Frage, was sich auch manche stellen, wann ist jemand älter? Ja. Das interessiert vielleicht viele zu sehr. Es ist jemand älter, wenn eine Generation dazwischen ist. Aber du hast vollkommen recht, es wird heute nicht alles mehr so heiß gegessen, wie es gekocht wird. Wichtig ist dabei, dass man einfach höflich bleibt und wenn man mal irgendetwas nicht richtig macht, wir sind alles nur Menschen. Aber es macht trotzdem sehr sicher, wenn ich vieles weiß. Na klar. Ich meine, ich hatte jetzt im Seminar eine Gruppe von einer Firma, wo der Firmenchef eigentlich alle duzt. Ja, aber dann zu seinen jungen Lehrlingen, zu den Mitarbeiterinnen gesagt hat, ich sag zu euch du, aber ihr sagt zu mir sie. Mhm. Und das hat ihnen halt überhaupt nicht gefallen. Ja, also da haben sie auch, also das ist dann im Seminar wirklich herausgekommen und ich habe dann auch mit dem Chef nochmal gesprochen und gesagt, das geht eigentlich nicht. Ne? Das können sie nicht machen, dass sie mit der einen Gruppe per du sind und die auch du zu ihnen sagen dürfen und die anderen per sie sein müssen. Also das haben die als echte Geringschätzung gesehen. Also man muss mit dem Thema, und deshalb hast du da auch völlig recht, man muss da auch sehr achtsam umgehen, weil die Menschen sind unterschiedlich sensibel mit dem Thema. Ne? Also bin ich ganz deiner Meinung, weil gerade das ist dieses Mindergeschätzte. Und ich hatte auch einen Fall, da sind immer die Vertriebsmitarbeiter zum Chef hingegangen, haben ihm die Hand gegeben und der wollte das gar nicht. Der wollte entscheiden, wann er die Hand gibt, ja, auf Veranstaltungen. Der wollte nicht unterhalten werden im Smalltalk. Ja. Ja, es gehört einfach Fingerspitzengefühl auch dazu. Ja, genau. Ein bisschen Intuition. Was will jetzt der andere? Was braucht der andere? Aber so, dass ich jetzt meinen ersten Eindruck stärke, ja, dass der andere sagt, ja, mit der oder mit dem möchte ich jetzt gern ins Gespräch kommen. Kannst du dann noch einmal so die Hauptpunkte erläutern, worauf ich bei der Kleidung da achten sollte? Welchen Stellenwert hat denn die Kleidung da jetzt? Also ich achte mal darauf, dass ich vom Dresscode von der Veranstaltung her gut angezogen bin, dass ich den anderen ins Auge blicke, wenn ich ihm die Hand gebe, dass ich nicht vergesse, andere zu grüßen oder begrüßen, dass ich niemanden vergesse. Also sozusagen jemanden aussparen, kommt ganz schlecht an. Dass wenn ich jemanden mit dabei habe, auch vorstelle. Es kommt ganz oft vor, dass gerade Führungskräfte vergessen, ihre Mitarbeiter vorzustellen oder Ehemänner ihre Frauen. Das ist immer ein Riesenthema in meinen Seminaren, dass die Ehemänner so irgendjemanden beruflich treffen und dann vergessen, den eigenen Partner vorzustellen. Und eben auch, dass ich keine kontroversiellen Themen auch habe. Aber du bist ja diese Netzwerkspezialistin und Smalltalk-Spezialistin. Also, dass ich auch feinfühlend an die Themen herangehe im Smalltalk. Das mit den Frauen, die neben ihren Ehemännern stehen, das löse ich dann immer so, dass ich auch zuerst der Frau die Hand gebe, ja, dass die dann auch nämlich die Chance hat, sich vorzustellen. Weil das gehört sich ja auch so, dass man Frauen zuerst begrüßt. Und wenn der Mann vergisst, seine Frau vorzustellen, dann mache ich das auch ganz bewusst, dass ich wirklich ihr auch zuerst die Hand gebe und mich vorstelle. Und dann erst ihm, wie sich's ja auch gehört. Und da merkst du auch, dass die sich dann wirklich freuen drüber, dass sie wahrgenommen werden. Ja. Aber was viele auch nicht wissen, speziell Männer, wenn ein Mann jemanden die Hand hinstreckt und die Frau steht daneben, dann soll man die Hand bitte nicht ausschlagen. In meinen Seminaren sagen die Männer dann immer, das ist so peinlich, wenn die Hand so in der Luft hängt. Und das machen ganz viele. Also ein
guter Tipp, schlagen Sie eine angebotene Hand in der Regel nicht aus. Ja, danke für diesen Tipp. Und da drängt sich mir jetzt doch auch die Frage auf, jetzt reden wir so viel über diesen ersten Eindruck und die Kleidung. Schlägt denn die Kleidung die Kompetenz? Drückt das, wenn ich jetzt ordentlich im Anzug gedresst bin? Ist das dann ausreichend, dass ich einen guten Eindruck mache? Brauche ich dann auch gar nicht mehr kompetent zu sein? Also ohne Kompetenz hilft die Kleidung nur kurzfristig. Also es wird so schnell aufgedeckt, wenn die Kompetenz nicht da ist. Man kann zwar am Anfang blenden, aber ohne Kompetenz, ja, ist alles nichts. Und wenn wir aber das erste Mal aufeinandertreffen, dann ist die Kleidung das Erste, was wir wahrnehmen. Über die Kleidung transportieren wir so viele Informationen, so viele Botschaften. Wir transportieren auch unseren Status über Kleidung. Und wenn diese Botschaften nicht übereinstimmen und ich bin zum Beispiel in einem Pitch, wo mehrere Anbieter sind und es wird der Beste genommen und alle haben gleichwertige Angebote, ja, dann entscheidet die Kleidung auf jeden Fall im Gleichwert mit. Und worauf sollte ich dann in der Kleidung jetzt achten, wenn ich sage, ich will gerade in so einer Situation besonders kompetent und überzeugend wirken? Wie soll ich mich da anziehen? Sehr wichtig ist, dass man im oberen Bereich, im Oberkörper, nicht zu helle Kleidung trägt, weil helle Kleidung verleiht einem keinen Status und verleiht einem auch keine Kontur. Das heißt, wenn wir in einem Raum sitzen, wo der Hintergrund hell ist und man hat helle Kleidung an, dann hat man keine Wirkung rundherum. Das ist einmal das Erste. Dann das Zweite ist, dass wir den Dresscode achten, dann nicht angezogen sind, sodass man irgendwie einen Dresscode trägt und es sitzt nicht. Sondern es ist ganz wichtig, dass die Kleidung einfach auch im Sitz diese Kompetenz ausstrahlt. Also gut geformt ist, gut definiert ist vom Körper und dass wir einfach auch darauf achten, dass gerade wir Frauen nicht zu tiefe Ausschnitte, nicht zu kurze Röcke, Männer gut sitzende Anzüge, Hemdkragen ganz geschlossen, wenn Krawatte getragen wird und wenn der Dresscode sehr locker ist, dass man nicht zu locker angezogen ist. Mhm. Und wie stehst du jetzt so bei den Männern? Ich meine, wie können sie sich groß sozusagen mit Status vollpacken, außer Uhren und Schuhe vielleicht? Also wie stehst du da zu diesen Monogrammen, die es ja teilweise hier auf den Armen oder dann auch in den Hemden geht, dass die eingestickt sind oder Manschettenknöpfe? Hältst du das für richtig, dass das auch dargestellt wird? Es kommt darauf an. Ich habe Führungskräfte, auch Mitarbeiter, die in speziellen Branchen arbeiten. Da gehört es zum Status dazu. Oder es gehört zu meinem Auftreten, dazu stehe ich auch. Aber, und das hat letzte Woche eben auch eine Führungskraft zu mir gesagt, ich werde mit dem Statussymbol Manschettenknöpfe, dann so sehr teure Uhr, auch abgelehnt. Aber ich stehe dazu. Und ich habe dadurch auch keinen Geschäftsverlust, aber ich muss immer schauen, wo ich hingehe. Es sind Manschettenknöpfe in manchen Branchen einfach überkandidelt. Das passt einfach nicht. Aber der Mann hat nicht so viele Möglichkeiten, Status zu zeigen. Es ist der Gürtel, es ist die Uhr, es ist eine feine Krawatte. Bei manchen ist es die Hermes-Krawatte, eine sehr teure Krawatte. Und bei manchen ist es halt einfach nur Stil. Und Stil hat nicht immer damit zu tun, dass man teuer einkauft, sondern Stil hat damit zu tun, dass man das Richtige für sich aussucht, egal in welcher Preisklasse. Es ist ja nicht nur das. Ich meine, du berätst ja dann auch eben bezüglich Outfit, auch in Bezug auf welche Brille jetzt die passende ist für die Gesichtsform. Ja, da muss man ja auf sehr viele Dinge so achten. Ja. Also gestern hatte ich einen jungen Unternehmer, der trug eine Brille, die seine Persönlichkeit nicht unterstrichen hat. Eine Brille kann mir wirklich durch den Rahmen eine Kompetenz Verstärkung bringen und kann natürlich auch Seriosität unterstreichen. Wenn eine Brille natürlich sehr, sehr dominant ist und zu modisch ist, dann kann man es natürlich auch wieder kaputt machen. Generell gilt, wenn ich ein Mann bin, kann ich immer eckige Brillen tragen. Als Frau sollte ich darauf achten, dass ich nicht zu sehr in die männliche Richtung agiere, weil wir dürfen schon auch Frau bleiben. Wir müssen nicht aussehen wie zweite Männer.
Was denn, ich glaube, ich brauche jetzt bald eine Gleitsichtbrille. Ich sehe schon, das ist schlecht beim Lesen. Was würdest du mir empfehlen für eine Brille? Also eher so eine runde oder eher mit solchen Formen? Worauf schaust du da? Also bei dir achte ich jetzt darauf, dass der Brillenoberrand zur Augenbraue passt. Ich schaue jetzt genau dein Gesicht an, dass das zur Augenbraue passt, weil wenn man bei mir schaut, schließt die Augenbraue sehr schön den Brillenoberrand ab. Ja? Okay. Dann muss es da unten nicht unbedingt so gebogen sein wie bei mir. Du hast einen ganz anderen Mund. Das heißt, die Unterlinie soll sich von den Lippen da treffen. Und dann hast du da auch, du bist sehr, sehr feminin auch, du bist da jetzt nicht sehr kantig, also sollte die Brille auch nicht zu kantig sein. Und durch das Feminine sollte bei dir die Brille auf jeden Fall immer einen femininen Touch haben und eine Leichtigkeit. Also die Brille, die ich habe, würde ich dir nie empfehlen, auch nicht von der Cat-Eye-Form, sondern sie sollte dezent, vom Rahmen nicht zu dominant sein und sich ins Gesicht einfügen, ohne deine Attraktivität zu stören. Aha, also ich glaube, wer eine Brille aussucht, sollte sich doch bei dir melden und dann sich einmal genauer beraten lassen, was wirklich das Passende ist. Aber ich war da schon im Geschäft und das war äußerst schwierig. Irgendwie, was ist jetzt das, was wirklich passt? Ja, weil dort die Beraterinnen, ich glaube, das sind die wenigsten, die da wirklich auch auf Gesichtsformen und das geschult sind. Was du ja für die großen Brillenfirmen ja machst, dass du da genau schulst. Und was noch ist, was auch viele nicht wissen, wenn ich sehr dünne Haare habe oder sehr schütteres Haar, ja, und ich trage einen dicken Rahmen, wird das Haar noch dünner und noch schütterer. Wir sehen, es gibt auf einiges zu achten, wenn es um unser Outfit, unsere Kleidung und sogar auf unsere Brille geht, auch den vielleicht dazu passenden Schmuck, dass das alles zusammengehört. Was würdest du denn jetzt generell, wenn es um den ersten Eindruck geht, jetzt auch unseren Hörern noch empfehlen? Gibt es noch irgend so einen besten Tipp, den du uns mitgeben könntest? Bester Tipp wäre, wenn ich wohin gehe und ich bin ein bisschen unsicher in meiner Kleidung. Tragen Sie immer einen Bläser oder tragen Sie ein Sakko? Kann ruhiger Kleid drunter sein als Frau, aber ein Bläser-Sakko macht immer gute Schulter. Man wirkt einfach statthafter, ein bisschen formeller und ein Bläser verleiht uns Status. Das heißt jetzt nicht, dass wir immer Bläser tragen müssen. Ja? Das Business hat sich verändert im Dresscode. Aber wenn ich ein bisschen mehr so Sicherheit brauche oder wenn ich sage, ja, ich möchte ein bisschen formeller wirken, ist Bläser sehr gut. Ansonsten, welche Farbe beschreibt mich? Bin ich das? Und möchte ich gerne Muster tragen? Dann soll im Muster immer das drinnen sein, was ich auch transportieren möchte. Also wenn ich jetzt zum Beispiel Banker bin, trage ich nicht unbedingt eine Blümchenkrawatte, weil das überhaupt nicht die Klarheit zeigt. Und wenn ich als Frau sehr kompetent und glaubhaft rüberkommen möchte, ziehe ich kein Puffärmel-Blümchenkleidchen an. Also weil man einfach nicht sieht, dass dahinter eine klare Persönlichkeit steckt. Also man sieht, der Blick in den Kleiderschrank, der sollte schon, also dann, was ich dann rausnehme, sollte wohl überlegt sein, was läuft im Laufe des Tages ab, was habe ich für Termine, welchen Eindruck will ich bewirken, was will ich, welche Farbe ist die passendste für das, was ich an dem Tag mache. Du gibst ja da, glaube ich, auch Seminare dazu. Wo finden wir die denn? Wie ist denn deine Homepage, dass wir das auch wissen? Meine Homepage ist www.motsch.at. Ich mache auch online die Beratungen, das heißt von der ganzen Welt. Also mein letztes Online-Coaching war jetzt Philippinen-Führungskraft, Deutsche. Wir haben alles nur online gemacht und es hat super funktioniert. Also man muss nicht zu mir kommen, aber www.motsch.at. Ja, sehr gut. Also wer sich da jetzt inspiriert hat und gemerkt hat, da müsste ich gern mehr einfach hineinschauen. Ich glaube, du machst auch Seminare in der nächsten Zeit. Die, denke ich mir, sind auch auf der Homepage nachzulesen. Aber kannst du vielleicht einen Termin sagen? 2. September ist ein Seminar für Frauen. Im Herbst wird wieder ein Umgangsformen-Seminar sein in Linz mit einem Abendessen, wo man sich einfach schulen kann für Geschäftsessen. Werden in Kürze wieder neue Termine auf die Homepage gestellt. Immer wieder mal auf die Homepage schauen. Wunderbar. Also Seminare rund ums, ja, wie benehme ich mich richtig? Also auch, das finde ich cool. Also ein Seminar und dann ein Abendessen gemeinsames, wo man dann auch die Benimmtipps dann gleich umsetzen kann oder halt noch einmal nachfragen kann. Finde ich toll, was du alles anbietest. Zum Abschluss noch irgendein
Smalltalk-Netzwerkerlebnis, wo du sagst, da warst du besonders erfolgreich oder da hat das besonders gut funktioniert? Also ich war in Linz auf einer Veranstaltung und ich versuche immer den Leuten Bälle zuzuwerfen, damit das Gespräch in Gang kommt, weil ich finde es immer so furchtbar, wenn jemand sagt, na, so eine schöne Veranstaltung, dann sagt man ja, so eine schöne Veranstaltung und irgendwie dann ringt jeder so um Worte. Und ich habe so tolle Bälle zugeworfen mit Informationen, dass mir der andere so schnell eingestiegen ist und es ist jetzt heute ein sehr guter Kunde geworden. Also wären wir oberflächlich geblieben und ich hätte nicht mehr Informationen ins Gespräch geworfen, damit wir auch in einer nette Unterhaltung kommen, wäre ich sicherlich nicht mit dem so gut ins Gespräch gekommen und wäre ja heute nicht mein Kunde. Und wie hast du diese Bälle zugeworfen? Was waren das so für Themen? Hast du da noch die Fragen parat? Weil das ist ja immer so ein wichtiger Punkt. Wie kann ich ein Gespräch am Laufen halten? Wie kann ich im Thema bleiben? Hast du da vielleicht ein, zwei Themen, wo du sagst, das ist was immer geht oder was wer andere auch gut anwenden kann? Also ich kann mich noch sehr genau daran erinnern, weil dieser Herr sagt zu mir, so eben so eine schöne Veranstaltung und ich habe ihm geantwortet, eine wirklich schöne Veranstaltung, ich bin extra aus Salzburg gekommen zu dieser Veranstaltung, hat mich sehr interessiert. Dann war seine Frage, ach, Sie kommen aus Salzburg? Sage, ja, ich arbeite für dieses Unternehmen normalerweise und wollte einfach mit dabei sein. Ja, was machen Sie beruflich? Ja, und dann habe ich gesagt, das ist total interessant. Also immer dadurch, dass ich einfach Informationen zugeworfen habe, sind wir in eine Diskussion gekommen und er hat dann einfach ein paar Fragen gehabt, wo er unsicher ist und dann haben wir Vertrauen geschaffen, beidseitig. Und er hat sich am Ende des Tages bedankt, hat um meine Visitenkarte gefragt und es war wirklich toll. Ja, wie aus dem Lehrbuch, so soll es sein. Ne? Wir haben den anderen so viel interessante Informationen hingeworfen, dass er von sich aus dann sagt, jetzt hätte ich aber gerne Ihre Visitenkarte. Ja, toll. Genau. Also, ja, vielen herzlichen Dank. Das war ein tolles Beispiel, wie es laufen kann, wie es sein kann mit dem, dass wir selber von uns auch Informationen preisgeben. Dann erzählt der andere auch gern was oder stellt dann noch zusätzliche Fragen und so kann man wirklich ganz super ein Gespräch am Laufen halten. Ja, ich wünsche dir viel Erfolg und freue mich, wenn wir uns am 10.10.2017 spätestens oder vielleicht auch vorher bei der GSA Convention sehen. Also ich freue mich auch riesig und danke fürs Gespräch und alles Gute und ich freue mich sehr, sehr, sehr auf den 10.10.2017. Wunderbar. Alles Liebe. Ciao. Das war der Podcast zur Steigerung Ihres Erfolgs, persönlich und privat. Wenn Sie noch mehr wissen wollen, gehen Sie auf www.magdableckmann.at. Und Sie erhalten das E-Book 33 clevere Networking-Tipps kostenfrei. Haben Sie noch Fragen oder Anregungen? Schreiben Sie uns eine Mail an office@magdableckmann.at. Haben Sie Interesse an nachhaltigen Seminaren und inspirierenden Vorträgen von Magda Bleckmann? Dann rufen Sie uns einfach an unter 0043 664 825 77 77. Gerne senden wir Ihnen die Ratgeber das kleine Netzwerk einmal eins und das kleine Smalltalk einmal eins als signierte Exemplare zu. Haben Sie Interesse an regelmäßigen Umsetzungstipps? Dann tragen Sie sich entweder gleich hier beim Newsletter oder unter www.magdableckmann.at ein. Wir freuen uns auf Sie. Der nächste Podcast erscheint in Kürze. Viel Erfolg beim Networken!